Überlegungen aus dem Kanzleramt, wegen der hohen Inflation auf Einmalzahlungen statt Lohnerhöhungen zu setzen, sorgen für Kritik der Gewerkschaften. Nach Medienberichten will sich Bundeskanzler Scholz dafür einsetzen, dass Arbeitgeber einmalig einen steuerfreien Ausgleich für gestiegene Energiekosten an Beschäftigte zahlen. Im Gegenzug sollen Gewerkschaften in Tarifverhandlungen Abstriche machen. Dadurch soll verhindert werden, dass steigende Lohnkosten die Inflation anheizen. An der Supermarktkasse wird es teurer. Die Inflation steigt, die Preise auch, besonders bei den Lebensmitteln. Die galoppierenden Energiepreise kommen dazu. Der Kanzler schlägt nun laut Medienberichten einen Brutto-für-Netto-Plan vor. Beschäftigte sollen also eine steuerfreie Einmalzahlung bekommen. Die Kanzlerpartei sieht das als Teil des großen Entlastungsprogramms. Das ist eine weitere gute Maßnahme, mit denen wir direkt Menschen erreichen können und da auch wieder die Belastungen abfedern können. Aus dem Finanzministerium aber kommen bereits kritische Töne. Die FDP verweist schon einmal darauf, dass man sich eine solche Steuerbefreiung eigentlich nicht leisten könne. Die Spielräume sind begrenzt, denn wir müssen uns auch an die Schuldenbremse halten, was nicht eine politische Frage so sehr ist, sondern eine Frage der Inflation. Die Gewerkschaften sollten sich bei der nächsten Lohnrunde zurückhalten, um genau diese Inflation zu bremsen, meint das Kanzleramt. Der DGB sieht aber Tarifverhandlungen als den einzigen Weg, die Notlage der Beschäftigten zu verbessern. Deswegen müssen wir das auch ausgleichen. Allerdings machen wir das nicht im Kanzleramt, sondern wir machen das am Verhandlungstisch mit den Arbeitgebern. Die Einmalzahlung aber müssten die Arbeitgeber allein leisten. Die CDU befürchtet, sie könnten damit überfordert sein. Die Einmalzahlung ist ja deswegen problematisch, weil sie vorgeschlagen wurde mit einem Lohnverzicht. Und da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie hoch eine Einmalzahlung eines Arbeitgebers sein sollte, dass es ausgleicht, dass ich dafür auf eine Lohnerhöhung verzichte. Die Einmalzahlung wird am 4. Juli auf der Tagesordnung stehen. Dann will die Bundesregierung mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung beraten.